So willkommen zu letzten Part von Let's Show Zelda Breath of Wild. Wo wir einfach nur mal ein bisschen über Hyrule gucken. Nochmal ein paar Easter Eggs angucken. Und zwar gibt es hier in Hyrule ein paar kleine Easter Eggs, die wir uns heute mal angucken wollen. Und zwar wollen wir uns erst dieser Farmruine hier. Was gibt's jetzt zu Breath of the Wild Schönes zu sagen? Jo. Aber es kommt vor, okay. Ich meine, da hätte ich so ein bisschen mehr gewünscht, aber naja. Aber halt vorauszusehen, dass er nicht ganz so lange im Kopf gesperrt war. Leider nichts dran ändern. Eine Sache, die ich nervlich an diesem Spiel genervt habe, ist, sind die Nebenquests. Weil ich kann jetzt diese ganzen Nebenquests hier noch machen. Ich habe alle Schreien, liebes Spiel. Warum steht da, ich will fehlen noch vier oder nur egal. Ja, sind die Nebenquests. Eigentlich müsste das hier auch abgeschlossen sein. Na gut. Aber dann sind wir sogar nicht Nebenquests, wir brauchen. Wir haben noch 40 Nebenquests. Das sind halt die Nebenquests hier. Also, es bringt halt einfach nichts. Einfach gar nichts, diese Nebenquests zu machen. Ich könnte einfach bloß... Ich nehme jetzt ein paar Rubine ein. Aber da kann man theoretisch auch Monster umbringen. Um diese Rubine zu kriegen. Das ist... Alter. Aber Kritikpunkt, weil es geht einfach nicht, diese Quest zu machen. Muss man leider sagen. Wenn man für den Aufwand zum Teil, weil diese Quest hat, und dann kriegst du nur 50 Euro Rubine dafür. Hm. Nicht so praktisch. Wie gesagt, ich habe noch lange nicht alles gesehen. Wo bist du? Ah! Okay. Deswegen habe ich immer noch einen Ortschaft. Ja. Okay. Oh! Ah! Wie gesagt, man muss auch aufpassen, mit wem man redet. Hier laufen diese Typen von Lila-Clan rum, das ist furchtbar. Das Wächter. Ein großer Hunger nach dem Schiff fotografiert. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich da, also ich frage eigentlich, woran ich mich benutze. Hätte ja klappen können mit Epona. Na egal. Gut, da haben wir recht.
gut wegkommen. Och, und du schläfst noch im Linux. Guck mal an. Stempelchen hin, dass sie um Boss ist. Und dann wird sie gut ein. Ja. Weihänder nehmen. Ich habe jetzt das 36 Schwert bekommen. Ah, bei 36 war ich doch jetzt hoch. Na gut. Ach, dort ist die Farm so genau. Denn hier auf dieser Farmruine findet man unter anderem die Epona. Oder man holt sich einfach wie ich da Amiibo. Die Möglichkeiten. Dreckiger weißer Gegner. Will man teilen kann, dass diese. Noch gar nicht, wenn das zu weit ist. Schießt er nicht auf seine eigenen Leute? Nein. Schön. Überhaupt nicht mehr die... Gott, vielleicht dieser verfickte Sch... Hier einer. Runter von deinem Scheiß, ja. Sechs Mission. Und zwar können dicke Pfeile normale Gegner instant killen. So, hier haben wir die Farmruine. Ja. Was ist das Original, die Farmruine aus Ocarina of Time. Ja. Die Gönnungform. Kann man hier so hinkommen? Hier war das Sky. Hier die Pferde drin waren. Hier. Was ist halt das und das gewesen? Du. Jetzt kannst du dir irgendwie was angucken und dann kommt nur die dreckigen Mistgegner. Ah, es regnet. Wie gesagt, wir machen die Ocarina of Time. Originalform. Da wird zerstört, ihr seht, dass das Original nachgebaut ist. Platz zum Rumrennen könnte. Hinten war der Milchturm. Hier war der Platz für die Jahre sind hier. In der Mitte des Dingens müsste Epona eigentlich stehen. Aber wir haben ja Epona schön. Schönes kleines Easter Egg. Besuch das nächste Easter Egg. Das befindet sich hier unten. Was ist der Schrein?
Nee. Ich glaube, es war der Schrein hier. Das müsste das nächste Easter Egg sein. Genau, und zwar wird sich hier der Schattenspiegel von Zelda Twilight Princess. Das Interessante ist, wir waren in den Quest, wir müssen die restlichen Spiegelscherben wieder finden. Natürlich sind die nicht so versteckt wie im Original. Hier ist, habe ich ihn fotografiert? Habe ich ihn noch drin? Ne, leider nicht, aber ich kann auch mal kurz eine zu eine hinlaufen. Ich weiß, wo sie ist. Die liegen halt hier am Strand überall so die Spiegelscherben. Hier liegt zum Beispiel auch schon eine Spiegelscherbe. Und ich weiß, da hinten auf dieser Sichermundinsel ganz am Ende liegt auch einer. Da, hier liegt auch noch eine Spiegelscherbe. Das hier hinten ist übrigens eine ganz besondere Insel, das ist die sogenannte Survival-Insel. Auf der müsst ihr theoretisch mal eine Survival-Prüfung ablegen. Sagt, verliert alle eure Ausrüstung und alles, ihr müsst dann halt noch vorne durchkämpfen. Finde ich recht nice gemacht. Ja, wir können ja mal alle Städte besuchen, wir waren ja noch nicht nirgends. Dass das auch mal seht. Ab zu den Zoras. Ja, Angriffe aufladen. So, gucken wir uns mal das Dorf der Zoras an. Da muss der Zoras eigentlich der schönste Dorf sein. Aus hier. Er ist jetzt unser Begleiter gewesen in der Quest gegen die Titanen. Wir halten uns den Titan ein. Begleiter, ihr habt ja uns geholfen, das eben voll. Dann sehen wir den Titan, den Elefanten. Da kommen wir unser Dorf, wenn du irgendwas für unsere Hilfe benötigst. Wir werden dir zur Seite stehen, darauf kannst du dich verlassen. Du bist wirklich Spitze, Link. Mein absoluter Lieblings-Lianer und mein bester Freund, den ich mir je wünschen könnte. Okay, das ist übrigens Prinz Sidon, der Bruder von Lira. Du willst aber jetzt zur Stadt an der Bette gehen. Ich hätte sogar zu große Kraft gewährt, so jetzt keine weitere Begehren. Dankeschön. Ich würde immer gerne noch ein bisschen mehr Ausdauer. Ja, das ist auch so ein okay. Und hier ist der König der Zoras. Bitte, Mann. Danke für die Zoras. Wir danken dir, Link. Du hast uns alle gerettet. Das ist ein Mifas glücklich, dir erneut beistehen zu können. Nur für den Mifas Kampf von hier aus mit. Ja, danke. Ich muss einfach die Menschen fahren.
guck dir mal Biefer an, wie klein die waren. Dann kommt dieser riesengroße Klötz von Vater an, Junge. Gut, gehen wir mal zum nächsten. Gut, machen wir mal zum Schluss. Zum Weiterkrotz. Hier findet sich unser Masterschwert. Nachdem wir einen kleinen Part in den verlorenen Wäldern schaffen. So, hier haben wir die verlorenen Wälder, wo wir den weiter Krog. Ich will jetzt auch mal zeigen. Ich glaube, ich habe noch genug Grocksamen für ein Upgrade, oder? Oh komm, Waffentasche. 35 Grocksamen, okay, ja, mit. Erste Wälder. Gut, nochmal aufzufassen, es gibt insgesamt 900 Grocksamen. Ich weiß nicht, was Nintendo dabei gedacht hat, 900 Grocksamen einzufügen. Jetzt kann ich eine Waffe im Herd mehr tragen. Eine größere Waffentasche. Ohoho. Oh, und hier sind 45 Erden. Ja, wie gesagt, wenn ihr alle noch Grocksamen habt, kriegt ihr einen Haufen Scheiße. Ihr kriegt einen goldenen Haufen Scheiße vor den Spielen. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Warum Nintendo uns einen goldenen Haufen Scheiße gibt. Für das Schwerste, dass wir jetzt nur irgendwie Limitisch betrinken müssen. Aber danke Nintendo. Na gut, ja, und hier ist das Master Schwert. Und? Auf der Degenbaum. Cool ist der. Kann man den anlegen? Das noch? Genau. Im Kampf gegen die Feuerwehr gerne und ihre Manipulation erstreitet das Mosswort im heiligen Licht. Zu diesem Zeitpunkt zeigt sich deine wahre Macht. Verlass dich nicht dazu sehr auf das Schwert. Schwingst du es ohne Grund, wird es Schaden nehmen und der Zeit unbrauchbar werden. Würde ich geschehen, Worte, bis das Schwert seine Kräfte dann erhört hat. Für 100 Jahren scheint es zu ein Tor sein. Diego, was hat damit drin? Tu es auch für sie. Ich hoffe, dich brauche. Tue Priester, was würde ich nicht? Hier mir Lächeln noch einmal zu sehen. Das hat der Diego Baum. Gut, gehen wir weiter zu den Ornis. Das ist eigentlich der Titan, den man zuerst sieht, wenn man sich in der Gegend umguckt, weil der einfach am Himmel fliegt. Man sieht ihn einfach eigentlich gleich sofort. Und wir haben ihn auch gleich gesehen, wo wir angefangen haben im ersten Part. Der sogenannte Flugtitan. Ich kann auch jeden raten, nur den Flugtitan zuerst zu machen, einfach weil der Rivali Sturm gerichtet hat, deswegen. Euch eine Luftteilkabotierung finden. Das macht alles einfach sehr viel einfacher. Ja, oh, keine Fette Rüstung. Auf jeden Fall, da oben sitzt er jetzt, der Titan. Rubine, nice. Ah. Oh. Oh, 5 Rubine. Okay. Wir könnten uns hier wahrscheinlich so Restleben verkaufen. Was haben wir hier? Der Anführer der Zoras. Hat der Eule im Showcase drin. Das schaffen wir jetzt noch ein bisschen. Oh. Na, Fahrer des Recken. Ich
ja, das sagen wir, ich weiß. Ja, stimmt. Die Onis denken, ich bin ein Nachfahre. Die Zoras wissen, dass ich Link bin. Was noch? Die Kronen haben wir zusammen gesehen. Die sind überhaupt nicht dafür interessiert. Bei der Google ist einfach das gleiche bei den Goronen, die haben sich auch null interessiert, wer ich bin. Die haben gesehen, oh, du hast einen Schickerstein, kannst du uns helfen? Und bla. Das ist ja das Dorf der Onis. Ich warte schon mal Vogel mit Dauer, wenn sie. Pfeile kaufen. Ich will alle ausverkauft. Ach ja, Bett. Ich will Bett gefunden. Wieder da ein einmal reingelaufen ins Dorf. Das ist glaube ich das einzige Dorf. Und den Garuda, ich glaube ich wusste aber auch noch nicht. Egal, nein, auf dem Turm. Ich gucke mal noch zum letzten Dorf. Wir haben mal im letzten Dorf mit Federico und Hateno vor uns. Ah ja, und Taburasa. Wir haben noch ein paar bisschen was vor uns. Also. Nur noch mal ein bisschen die Dörfer angucken jetzt im Schluss für euch. Bei der Lüge ist es ganz oft kann. Das ist ein weiterer Kriegpunkt. Wir können die Gerüchte nicht einfach so betreten. Wir müssen immer wieder dieses Gewand hier anlegen. Sonst können wir nicht rein. Wieder gute Stadt. Ich meine, wir haben hier quasi die Wüste alles gerettet. Und dann auch das Vertrauen aller Geruderin gewonnen. Wir müssen nämlich Nebenquests von allen erfüllen. Über diesen schönen Donnerhelm hier. Den tun wir eben gegen Elektroattacken. Hey! Hier war auch keine Pfeile mehr angebot. Das kotzt mich gerade echt an. Taba. Das ist leer. Na gut. Das wird's geworden. Du musst die ganze Zeit reinlassen. Oh! Und dann habe ich es drauf mit den Begrüßungen. Und Saba. Ist die Königin zu Hause? Genau, da ist die Königin der Garudos und ihre stärkste Kriegerin. Oh. Ja, wir können halt immer in jedem Echt auch unsere Rüstung reparieren lassen, also unsere Schwerter und so. Unsere Ausrüstung, die wir hier kriegen. Ah. Aber machst du immer Sorgen um uns? Oder gefällt dir die Stadt so gut, dass du gar nicht mehr weg möchtest? Du noch seid, du musst weiterziehen, du darfst. Ich weiß nicht selbst am allerbesten. Wenn du einmal hier zurückkehrst, sobald alles vorbei ist. Dann würde ich mich alle freuen, denke ich. Jetzt die kurze die Garuda-Königin ist noch ziemlich jung. Ja.
gucken wir jetzt mal nach. Da, nach Takariko. Wir werden jetzt mal schnell den Lauf durchmachen. Vorher geben wir für die brennen Hölzer und Bogen, Schilder und so weiter. Halte solche Gebiete besser mit Metall in der Ausrüstung bereit. Okay. Es regnet mal wieder. Hier haben wir Kakariko. Und die Hähne. Ah ja. Wir haben die Rennstellen. Wir haben so die Rennstellen. Alles verschwunden, der Hügel. Komm. Oh. Du lässt ein Ei aufhalten. Scheiße! Hühner kommen! Die Hühner kommen! Alter! Wir sind jetzt im Baum? Ich möchte aber das nicht wieder wissen. Da kümmert euch um Zelda. Okay. Dürfen zum Angucken. Fangen wir mal mit dem Taburan weiter. So, machen wir weiter mit Taburase. Wolfling, ja, gut, ja, Migos. Wenn jetzt noch halte, dann beenden wir das ganze letzte Mal. Zeit. Anfang. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Das ist ein wunderschönes Spiel. Die Stadt ist übrigens unsere eigene Stadt. Die habe ich komplett aufgebaut. Taburasa. Immer wieder für jedes Haus Holz anschaffen. Leute finden Menschen, Leute, das ist ein Rekordtier. Wir haben noch heute von jedem Volk einen Mann. Also ohne die Rundung zu machen. Genau.
Zahlen wieder kaufen. Na gut. So, letzter Punkt in unserer Liste ist. Ja, gut, Angestadt brauchen wir jetzt hier anzugucken, da ist nichts Besonderes, da ist gar nichts Angestadt. Das ist natürlich mal ein Shop oder so, was wir hier brauchen und hier angucken, Angestadt. Wir beenden jetzt den Scheiß, indem wir uns nochmal die letzte große Stadt angucken, und zwar Hateno. Schreien. Okay. Ja, warte noch. Ich glaube, sogar die Größtschatz gewesen ist. Die ist wunderbar. Okay, nur noch auf der Einzelne, ich hab die verschwunden von der Verjährung. Also die ganze Scheiße, die uns hier ein bisschen entspannt hat. In Hateno befindet sich auch unser, wie soll ich sagen, unser eigenes Haus, in dem wir jetzt den Part beenden werden. Haus kaufen. Das ist ja sehr professionell hier. Und zwar ist das hier unser eigenes kleines Raumhäuschen. Links Haus. Kostet bloß 3000 Rubin. Schild von Obosa, unser Bergspalter. Stimmt, die Liftschuppenlanze habe ich ja absolut kaputt gemacht. Na gut, egal. Wir werden eigentlich die Liftschuppenlanze lösen, aber die habe ich kaputt gemacht. Die habe ich ja letztes Mal aus Versehen kaputt gemacht. Die Liftschuppenlanze. Großer Schwert und halt der Art da oben können wir ja schon. Na gut. Und zwar beenden das Ganze jetzt. Das war das Let's Show zuletzt zu Zelda Breath of the Wild. Bis zum nächsten Mal.